Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1. Also wir schauen mal, was wir heute so machen können. Nach den ganzen Nebenmissionen wird es mal wieder Zeit für die Hauptstory, aber... ja, schauen wir einfach mal. Los geht's mit grimmiger Kampf im Chaos. Zur gleichen Zeit, als Naruto gegen Gaara kämpfte, hatten es Kakashi und Gai in der Prüfungseinlage der Chunin-Prüfung mit Orochimarus Gefolgsmann Kabuto zu tun. Na dann. Dann soll es so sein. Während ich gegen Gaara kämpfte, trat in der Prüfungseinlage für die Chunin-Prüfung Sensei Kakashi gegen Kabuto an. Kabuto war als Konoha-Ninja verkleidet und nahm an der Chunin-Prüfung teil. Es stellte sich jedoch heraus, dass er Orochimarus Gefolgsmann ist. Sensei Kakashi, schalte ihn aus, schnell. Oh yeah, gegen Kabuto, hm? Huh? Na, das will mir was werden. Der Typ kann doch gar nichts. Na, wer weiß, Kabuto. Wer hier was schafft, bestimmt noch immer ich. Na, schade. Ich dachte, es ging einfacher. Komm her, du Lappen. Du kannst gar nichts. So, Bams. Schade, Kumpel. Na, warum bist du denn so schwach, hä? Ah, verdammt. Ich und meine große Klappe immer. Bams. Sauber. So kann's weitergehen. Sehr, sehr nice. Eine schöne Kombo. Und Bams, Chidori. Na, was sagst du jetzt, hä? Flammendes Schwert. Jetzt bist du gearscht. Bams. Das war's für dich. Was für ein Blitzschlag. Unglaublich. Komm schon, weiter. Ruhe jetzt. Jetzt ist Schicht im Schacht hier. Wir haben gewonnen. Ja, sehr nice. Und... fahr zur Hölle, Kabuto. Down. Sehr nice. Hast du gut gemacht, Kakashi-kun. Ja, sehr nice. Das war ja wohl nix, Kabuto, hä? Da musst du dich aber noch ein bisschen mehr anstrengen, wenn du uns schlagen willst. Also, es war sehr, sehr armselig. Tut mir leid, aber ne. Sowas, ne. Kann man nix machen, ne? Wenn wir halt zu stark sind, ist er zu schwach. Das war doch irgendein dummer Werbeslogan, oder? Egal. Da ist, da freust du dich, hä? Dein Sensei ist nun mal der Beste. So, nice. Gut, schauen wir mal. Ja, danke. Na, was soll denn das? So. Gut, was ist denn die nächste Mission? Beispiellose Megaschlacht. Die Zerstörung von Konoha ging weiter. Der Hokage der dritten Generation und Orochimaru waren in einem erbitterten Kampf verwickelt. Hoch oben auf dem Wachturm stritten sie um die Herrschaft über das Dorf. Also dann. Als sich der Kampf zur Verteidigung von Konoha ausweitete, kämpfte der alte Mann, auch Hokage der dritten Generation, ganz oben im Wachturm. Sein Gegner war der gefährliche Typ, den wir im Todeswald getroffen hatten. Er war unglaublich stark, aber würde das gut ausgehen? Schließlich ist der alte Mann Hokage, stimmt's? Bitte, alter Mann, zeig ihm die wahre Kraft der Konoha-Ninja. Oh no.
Tja, du hättest damit rechnen sollen, hä? Huh? Oh Mann. Ah, was hast du denn für ein Ultimate Jutsu? Hirozen. Na, gut. Das Versiegelungs-Jutsu des Todesgottes. Okay. Gut. Einmal jetzt Ratsch. Danke. Na, wie viel zieht's dir ab? Eine komplette Leiste. Sehr nice. Gut, damit werden wir ihn auch wohl besiegen. Na, komm mal her. Nein. Ah, okay, wir haben sein ganzes Chakra weggemacht. Sehr nice. Na, das Jutsu ist wohl echt OP. Oh, oh. Der Hokage der zweiten Generation. Nee, darauf habe ich keine Lust. Na, komm halt's Maul hier, Orochimaru. So, Schluss jetzt. Komm mal her. Nochmal. Dankeschön. Musst du sowas machen, hä? Warum greifst du uns an? Komm her jetzt. Los, Orochimaru. Dreck, das klappt irgendwie nicht so, wie ich will. Schade. Ich weiß nicht, warum nicht. Na, hör doch auf. So ein Unfug. Ja, nee, ist klar, Mann. So ein Shit. Ist klar. Komm her. Ja, komm. Und Bams. Sehr nice. Das schaffen wir. Komm, ich will ihn mit dem Ultimate besiegen. Nice. Einfach, weil es auch zur Story so gut passt, ne? Na dann. Orochimaru, wir nehmen uns jetzt deine Hände. Bams. Das werden wir tun, Hirozen. Keine Sorge. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, der Kampf war jetzt nicht allzu schwer, ne? Irgendwie meine ich, die Hauptstory-Kämpfe sind leichter als die Missionskämpfe. Sehr, sehr nice. Ja, da freust du dich wieder, wa? Okay. Folgender Charakter ist jetzt spielbar. Dritter Hokage. Nice. Na, wollen wir mal schauen, was wir noch so machen können. Der brennende Wille des Feuers. Der dritte Hokage, der Hokage der dritten Generation opferte sein eigenes Leben, um Orochimaru zu vertreiben. Und es gelang ihm, der Zerstörung von Konoha ein Ende zu setzen. Im Konoha-Wald trat der Kampf zwischen Naruto und Gaara in seine letzte Phase ein. Na dann, viel Spaß, Freunde. Gaara hat immer allein gelebt und allein gekämpft, genau wie ich. So weiß ich, wie schwer es für ihn ist. Aber jetzt kenne ich Menschen, die mir wichtig sind. Sensei Iruka und Sakura, Sasuke und Sensei Kakashi. Also darf ich jetzt nicht verlieren, egal wie schwer es auch sein mag. Ich darf nicht verlieren, Ich schwöre, dass ich alle beschützen werde. Omoshiroi. Omoshiroi zo, Uzumaki Naruto. Masaka koko made ore o tanoshimasete kureru to wa na. だが、これで終わりだ。なんだ。本当の恐怖を教えてやる。
燃える火の石、ナルト忍法丁大開封の巻。 これがあいつの正体。お前もその仲間全部ぶっ潰してやる。仲間、俺の大切なもの。 Genau, mach dich bereit, Gaara. Gewinne den Kampf. In einem... Ja, okay. Sehr, sehr nice. Na, das will mir was geben hier. Komm her. Na. Komm doch her, Mann. Sei doch nicht so abgrundtief feige. Na, ich komme nicht zu ihm hin. Egal, dann müssen wir wohl erstmal ausweichen. Gut. Okay, komm her. Das, komm her. Da ist er. Ja, endlich. Na, also geht doch. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, nee, ist klar. Nö, das war sehr doof. Ja, wir greifen einfach weiter drauf an. Sauber. Nee. Oh, doch, haben wir doch gut gemeistert. Gut. Ja, was machst du jetzt für ein Mist? Luftkugel? Nee, darauf kann ich auch nicht. Tut mir leid. Ja, komm. Der ist da oben. Wach endlich auf, Gaara. Oh oh. Was geht jetzt ab? Na also, unterschätze ihn nicht, hast ihn doch gehört. Ja, der Schluss mit lustig. Ja, komm schon. Nö, ist klar. Du mich auch. So, Bams, immer weiter drauf da. Und yes. Komm, Bams. Gut. Ne, ist klar. Du mich auch. Na los, das war's, Gaara.
Sehr, sehr nice, Leute. Ja, ich habe extra die Klappe gehalten, einfach um diesen Epic Moment nicht zu zerstören. Sehr, sehr nice. Mann, Mann, Mann. Coole Nummer hier. Tja, wer weiß das schon, aber ich denke mal schon, ne? Das ist das, was Naruto stark macht, seine Freunde. ラーメン食べたのは久しぶりだな。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。 両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、互いに信頼し合い助け合う、ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり、そしてそのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。 その意図を持っちまったやつはそうしちまうんだ。大切だから。うん、なんとなくは俺にもわかるってばよ。でも死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。 うん、それもなんとなくわかるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。お、そんじゃまたね、イルカ先生。 里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志は、どうやらちゃんと
受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えて、またこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。Ja, schön, schön, Leute. Nicht schlecht. Haben wir ja gut gemeistert. Also dann, Konoha. Vernichtung ist abgeschlossen und jetzt beginnt die Tsunade-Suche. Gaara ist als spielbarer Charakter verfügbar. Sehr, sehr nice. Tja, die Tsunade-Suche beginnt und ja, damit haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nämlich das hier. Ja, was soll ich euch sagen? Es kann weitergehen, meine lieben Freunde. Und zwar im nächsten Part mit der Tsunade-Suche. Wie es dann hier weitergeht, sehen wir dann. Bis dann, euer Let's Play eGamer.